Christian Fuchs, der Mann mit dem linken Fuß, wird den Ball jetzt in den Strafraum bringen. Mit Schnitt von hinten. Und der Ball ist drinne. Was war das denn? Die Nummer 8 der 27. Minute. 0:1. Torschützespieler mit der Nummer 6, habe ich das richtig gesehen? Oder mit der Nummer 8? Thomas Stebel. Zu spielen, noch 2 Minuten in der ersten Halbzeit. Der VfL Bochum führt seit der 27. Minute mit 1:0. Da war Thomas Stebel mit einem Sonntagsschuss für den VfL Bochum erfolgreich und bis jetzt kriegt unsere Mannschaft noch nicht so richtig was auf die Kette. Jetzt Zidane und der Ball ist im Tor! 44. Spielminute, Ausgleich! Mohamed Zidane haut den Ball mit dem linken Fuß in den Kasten. Ist das schön, Boris, das tut richtig gut in dieser kurz vor der Halbzeit noch den Ausgleich zu machen. Der lange Ball von Neven Subotic in den Lauf von Mohamed Zidane. Der trifft den Ball gar nicht richtig, aber er tickt auf und geht ins vom Torwart aus gesehen. Linke Eck 1:1 zwischen Borussia Dortmund. Wie sagt man so schön? Zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt. 44. Spielminute, neuer Spielstand. 1:1 Torschütze für Borussia Dortmund. Der Spieler mit der Nummer 10. Mohamed!